Wer den aktuellen Stand der Manipulation durch Medien besser verstehen möchte, sollte einen Blick auf die Arbeit von Edward Bernays werfen. Mit seinem Buch Propaganda schuf er 1928 die Grundlagen für modernes Kommunikationsmanagement, die bis heute ihre Gültigkeit haben. Später nennt er es selbst um in Public Relation und prägt die Berufsbezeichnung des PR-Beraters. Er ist ein Pionier im Bereich der Massenpsychologie. Er schreibt: Wenn wir die Mechanismen und die Bewegungen des Gruppengemüts verstehen, ist es jetzt möglich, die Massen zu kontrollieren und zu regulieren, nach unserem Willen, ohne dass sie es wissen. Bernays vertritt die Überzeugung, dass der Mensch irrational veranlagt ist und somit nicht durch rationale Überlegungen beeinflussbar ist, sondern indem die Emotionen angesprochen werden. Nach seiner Einschätzung ist die Masse auch zu dumm, ein Mob und nicht in der Lage, demokratisch sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Die Regierung durch eine noble Mentalität sieht er daher als erforderlich, um die Demokratie zu kontrollieren und entsprechend in Form zu bringen. Bernays ist ein Neffe von Sigmund Freud. Für die Umsetzung seiner Vorstellung nutzt er Freuds Erkenntnisse über die Bedeutung von unbewussten Verlangen als antreibende Kraft. In den 1920ern wandte sich die amerikanische Tabakindustrie an ihn. Sie suchten nach einer Möglichkeit, ihren Umsatz zu steigern. Mit der Hilfe von Psychologen kam Bernays zu dem Ergebnis, dass Zigaretten eine Form von männlicher sexueller Macht repräsentieren. Zu dieser Zeit war es ein Tabu für Frauen in der Öffentlichkeit zu rauchen, und so entstand die Idee, dass Rauchen eine neue Form von Frauenrecht symbolisieren könnte. Bernays überredete eine Gruppe reicher Damen zu einem Experiment in diesem Bereich. Auf der Osterparade in New York sollten sie Zigaretten bei sich tragen und diese demonstrativ in aller Öffentlichkeit anzünden. Der Presse wurde mitgeteilt, dass diese Frauen vorhätten zu protestieren. Als die Journalisten erschienen, gab er den Frauen ein Zeichen, ihre Zigaretten vor der Kamera anzuzünden, als Torch of Freedom, also die Fackel der Freiheit. Am nächsten Tag war das Event nicht nur in den Zeitungen New Yorks, sondern ging um die ganze Welt. Das Experiment war ein großer Erfolg und mit nur einer Aktion hatte Bernays ein Tabu gebrochen. Das Rauchen signalisierte fortan die Botschaft, dass Frauen gleich wie Männer sind, genauso machtvoll und unabhängig. Es wurde zum Symbol und üblich für Frauen zu rauchen, obwohl in Wirklichkeit Zigaretten eigentlich keine Macht verleihen können. Bernays erkannte, wie er Produkte benutzen konnte, um Menschen nicht über den rationalen Verstand anzusprechen, sondern an ihre Gefühle zu appellieren. Einfach nur, indem er eine Person als besonders einflussreich, sexy, unabhängig, glücklich oder in irgendeiner anderen erstrebenswerten Situation in Zusammenhang mit dem Produkt präsentiert. Durch sein Zigarettenexperiment wurde er berühmt. Und die Geschäftsleute Amerikas interessierten sich für diese neue Methode der Meinungsmanipulation. Zu dieser Zeit waren eigentlich praktische Produkte, die man benötigt, erstrebenswert. Die neue Methode appellierte stattdessen an emotionale Bedürfnisse. So wurden Autos nicht mehr verkauft wegen ihrer verlässlichen Maschinerie, sondern weil sie dem Fahrer ein Gefühl von Freiheit, Luxus und etwas Besonderes zu sein vermitteln. Ein Gefühl, dass sie mit dem Produkt etwas Besseres seien wie ihr Nachbar. Bernays verbessert die Marktchancen erheblich, indem er das Image von Produkten aufpolierte. Es entstand die Idee, Amerika umzugestalten, von den Notwendigkeiten zu einer Kultur von emotionalem Verlangen, Leute auf ihr Verlangen hin zu trainieren, sodass sie neue Dinge anstreben, noch bevor das Alte ganz aufgebraucht ist. Die Firmen Amerikas stimmten darin überein, eine neue Mentalität zu kreieren, wo das Verlangen das Notwendige überschattet. Fast jede Firma begann die Methode Public Relation anzuwenden und Bernays stand im Dienst der größten Konzerne, arbeitete für Edison und Ford, aber auch für die CIA. Für Präsident Wilson promotete er den Ersten Weltkrieg und verhalf somit nicht nur dem privaten Sektor zu immer mehr Macht,
sondern arbeitete auch Schulter an Schulter mit den mächtigsten Männern Amerikas wie Wilson und Eisenhower. Ein Experte der psychologischen Kriegsführung im Dienst des militärisch-industriellen Komplexes. Er gründete zudem eine unabhängige Nachrichtenagentur, deren Aufgabe es war, die Medien mit emotional wirksamen Inhalten zu überschwemmen, zum Beispiel Ankündigungen von bedrohlichen Szenarien. Heute sind Bernays Methoden noch feiner ausgearbeitet, doch obwohl sie das Leben maßgeblich beeinflussen, ist sein Name weitgehend unbekannt. Er war überzeugt davon, dass die Masse kontrolliert werden muss. Nach seinen Vorstellungen ist bewusste und intelligente Manipulation ein wichtiges Element in der demokratischen Gesellschaft. Diejenigen, welche diese Mechanismen manipulieren, bilden eine unsichtbare Instanz. Dies bedeutet, dass uns Ideen suggeriert werden und sogar unser Geschmack geformt wird von Menschen, von denen wir noch nie gehört haben. Man sollte sich ins Bewusstsein rufen, von welcher Bedeutung die Medien sind, und dass über die Darstellung eine subtile, aber äußerst wirksame Beeinflussung gegeben ist. Diese ermöglicht es nicht nur, irgendeine anonyme Masse in Bewegung zu versetzen, sondern betrifft natürlich auch das eigene Verhalten und Handeln. Es ist ein Design, das somit auch individuell Auswirkungen auf körperliche Funktionen in sich birgt. Empfehlenswert ist daher, wach zu registrieren, welche Bedürfnisse geweckt werden und womit sie befriedigt werden sollen. Ach, wie wär das Leben traurig, gäbe es keinen Zucker mehr. Kinder hätten keine Freude, keine Lust zum Spielen mehr. Zucker zaubert. Zucker zaubert Energie, seht ihr? So gedeihen sie. Ach, wie wär das Leben hässlich, gäbe es keinen Zucker mehr. So ein hübsches, junges Mädchen wäre dicklich, rund und schwer. Zucker zaubert. Ihre Linie bleibt so schlank wie eine Pinie. Das lässt sich beweisen. Zucker zaubert. Die Erde ist ein Paradies mit Afrikola. Lustvolle Gefilde Afrikola-hungriger Gefühle. Die Frau wird Frau und frei. Girl Power, Frauenlieb und Männerfreiheit. Heirat oder Nicht-Heirat, das ist nicht mehr die Frage. Afrikola. Die Augen erzählen der Welt, dass sie verliebt sind. Afrikola. Menschen, die bewusst ihre Zeit genießen. Bei vollem Verstand. Wach und mobil mit Afrikola. Menschen, die bewusst ihre Zeit genießen. Bei vollem Verstand. Menschen, die bewusst ihre Zeit genießen. Bei vollem Verstand. Menschen, die bewusst ihre Zeit genießen. Menschen, die bewusst ihre Zeit genießen. Menschen, die bewusst ihre Zeit genießen. Menschen, die bewusst ihre Zeit genießen.